Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Wir müssen den letzten Obelisken finden. Aber vorher möchte ich mal noch eine Sache machen, die habe ich leider vergessen. Und zwar hatten wir ja gerade unsere Waffe hochgestuft, aber können natürlich die Attribute noch erhöhen. So, den Kritte, wir haben gar nicht so viel. Aber Schaden auf kurze Distanz konnten wir zumindest ganz hoch werfen. Jetzt können wir mal schauen, wenn wir den Rest nicht verkaufen, sondern zerlegen, dann kriegen wir da auch Splitter raus. Ja, kriegen wir auch Splitter raus. So, wir zerlegen jetzt einfach mal alles. Dass wir die wirklich komplett hochstufen können. Ich muss sagen, die Waffe gefällt mir persönlich sehr gut. Deswegen würde ich die erstmal ganz gerne behalten. So, jetzt haben wir das. Alles zerlegen bitte. Ein Titan, das ist Wahnsinn. Na gut, Titan gibt es nur bei lilanen Sachen, ist klar. Weil so mit kritischen Schaden, Schaden lange und kurze Distanz ist eigentlich eine coole Kombi. Die Waffe selber ist auch cool, obwohl doppelläufige nicht. Das Nonplusultra ist, irgendwann werden wir mal noch auf Salven-Sturmgewehr umstellen. Aber so aktuell bin ich eigentlich recht zufrieden damit, gerade mit der Kombination mit den Lava-Geschossen. Ist es schon cool, ein 80er Magazin zu haben. So, und zwar Attribute erhöhen. Cool, eins. Eins ging klar und davon zwei. Naja, besser als nichts. Und dann machen wir weiter. Ich laufe das Stück jetzt einfach mal. Wir machen keine Schnellreise. Ich hoffe mal, obwohl wir gucken mal, wie weit ist denn das? Es zeigt es wieder nicht an. Dann laufen wir einfach hin. Bevor wir jetzt hier wieder irgendwie blöd um die Gegend herumirren und nicht wissen, wo wir lang sollen. Vertrauen wir diesmal dem Navi. Vielleicht klappt's ja. Es ist gerade so verdammt leise hier. Sehr ungewohnt fürs Spiel. Ja, sind wir alles schon mal lang gelaufen, aber ich glaube, so langsam nähern wir uns. Zumindest bewegt sich das Symbol auf der Minimap jetzt schon etwas schneller. Ach, wie bescheiden. Die Anomalie kontrollieren, was? Ich verstehe deinen Zynismus, aber ich habe Veränderte fantastische Dinge tun sehen. Sie heilen Kranke und Verwundete, zaubern Wasserstoff und Sauerstoff herbei, um Trinkwasser herzustellen. Sie könnten so viel Gutes tun, wenn sie nicht in diesen Krieg verwickelt. Hört sich toll an, Doc. Aber die meisten Veränderten wollen nur Köpfe einschlagen und Sachen in die Luft jagen. Ja, Spitze, hier geht's mal wieder nicht weiter. Ach, das regt mich echt auf. Kann man denn so eine schlechte Navigation programmieren? Ich wollte mich nicht mehr drüber aufregen, aber es geht leider einfach nicht anders. Ich hoffe mal, dass wir hier oben lang kommen. Natürlich nicht. Und es wird halt auch absolut null auf der Karte angezeigt. Du bist hier. Ja, das ist super. Aber wo die Mission ist, zu der ich muss, sagt mir niemand. Ach man, das nervt. Klang gerade so, als würden Gegner kommen. Ja, ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt am dümmsten machen. Weil hier geht's nicht weiter. Ich bin jetzt bloß nochmal probieren, hier vorzulaufen und zu gucken, ob wir hier irgendwo links noch langkommen, aber bezweifle es fast. Es ist halt einfach immer so viel verschenkte Zeit dadurch. Es ist einfach ärgerlich. Es geht nur da hinten weiter, hier geht's auch nicht lang. Nee, keine Chance. So, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Hier war der Punkt. Hier sollten wir wahrscheinlich hoch. Aber wir müssen ja doch irgendwie da hinkommen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir haben den hier noch nicht eingenommen, ne? Deswegen blinkt der noch so. Wir nehmen den mal fix ein. Oder doch, eingenommen ist er schon. Ja, stimmt, es war ja der hier. Ist halt doof, es wird nicht auf der Karte angezeigt, wo wir hin sollen. Finde einen weiteren Obelisken. Wir kommen hier hinten nicht mehr weiter.
Können jetzt einfach mal noch hier links laufen. Vielleicht kommen wir irgendwo raus, wenn wir jetzt hier nirgendwo... Ey, hier kommen wir ja gar nicht durch. Hier oben haben wir gerade eben schon geguckt. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Hier war diese Felsspalte, wo ich vorhin schon mal lang wollte. Nee, gut, dann tut's mir leid. Dann können wir die Quest leider nicht abschließen, wenn es das Spiel nicht hinkriegt. Kann ich es leider auch nicht ändern. Dann müssen wir wieder zurück. Und gehen halt erstmal in ein anderes Gebiet und müssen gucken, ob wir die irgendwann später vielleicht mal noch abgeschlossen kriegen. Ist halt ärgerlich, ne? Wir haben fast alles geschafft. Von der Quest und am letzten Stück scheitert es dann wieder. Naja. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal unser Truck eigentlich. Aber Jakob habe ich hier auch noch gar nicht gesehen. Hier hängt August rum. Hier ist ja unser Truck, aber hier ist Zahedi. Ach hier, hier ist Jakob. Er wird doch eigentlich auch auf der Karte angezeigt. So, wir müssen los, bereite den Truck vor. Hier haben wir leider die Quest noch, ich kann es nicht ändern. Unbekanntes Gebiet. Wird dann das nächste werden. Jetzt können wir mal schauen, was haben wir hier noch? Schätze des Lebens, aber Trenchtown können wir ganz am Ende machen. Wir hatten die Trümmerzone gemacht, wir hatten Steinbruch, Waldenklave, ne? Die haben wir alle gemacht. Und wir gehen mal zurück nach First City, da haben wir noch zwei Quests. Dann machen wir die noch schnell durch. Und dann gucken wir mal. Ärgerlich mit der Quest jetzt auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, vielleicht wenn wir nochmal ins Gebiet wieder zurückgehen, vielleicht lädt es ja dann irgendwas neu, wodurch wir das wieder abschließen können. So, den alten Mann hatten wir gemacht. Jakob ist einfach nur unsere Hauptquest, die möchte ich jetzt nicht nochmal machen, aber Zahedi hat hier noch eine Quest. Ich habe mich gefragt, könnten noch andere Outriders im Kälteschlaf sein? Tja, schon möglich. Jane und ich hatten nicht erwartet, auf dein Team zu stoßen, und da die Rebellen näher rückten, hatten wir keine Zeit, nach anderen zu suchen. Ich musste ja nicht sagen, wie gefährlich die First City ist, aber ich würde gerne als Erster erfahren, was du findest. Ich bin auch gespannt. Ich sehe mich mal um. Wenn du noch andere überlebende Outriders findest, wäre unsere Mission nicht ganz so hoffnungslos. Vielleicht haben wir mal Glück. Die ich gefunden habe, war in einem alten Labor beim Fluss. Dort solltest du zuerst suchen. Machen wir. Wäre cool, wenn wir noch andere Outrider finden. So, wir sind hier im Camp. Und hier ist die Quest. Also würde ich sagen, gehen wir hier hin, oder? Ja, sieht gut aus. Dann haben wir hier mit den nächsten zwei Quests dann noch das Gebiet abgeschlossen. Und dann sieht es auch schon langsam wieder einigermaßen gut aus. Brauchen wir Muni? Brauchen wir nicht. Wo sollen wir lang? Hier schön einmal durch den Blutfluss. Lecker, lecker. Was kam denn hier? Ja, das sieht doch schon besser aus. Durch das Hochstufen jetzt. Mit den Lava-Geschossen. Zusammen auf jeden Fall eine gute Kombi. So. Stufe 23 haben wir dann auch bald erreicht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Klassenpunkt haben. Wir haben auch schon wieder eine neue Fähigkeit bekommen. Ich glaube, diese Eruption oder sowas. Können mal gucken, ob die irgendwie sinnvoll ist für uns oder nicht. Einmal alle einäschern. Und das erste Magazin ist weg. Ja, so macht das schon viel, viel mehr Spaß, wenn die Gegner halt auch einfach nach 3-4 Schüssen fallen. Hätten wir vielleicht mal vor der Obelisken-Quest tun sollen, aber naja, wir haben es ja trotzdem geschafft. 2 Tode ist okay. Ich mag ja halt auch Spiele, wo nicht alles immer sofort klappt. Ein bisschen Schwierigkeit sollte auch dabei sein. Und da muss ich sagen, hat das Spiel hier auf jeden Fall eine sehr gute Mischung gefunden. Vor allem dadurch, dass man halt die Weltstufen auch beliebig umstellen kann. Kann man sich halt wirklich immer so anpassen, wie es Spaß macht. Das muss ich mal positiv
bewerten das Ganze. So, Perforo, du auch noch. Da hinten kommen noch mehr. Es hört gar nicht auf. Jetzt haben wir alle. Doch nicht. Wir waren ja hier schon mal im Gebiet und ich glaube, hier gibt es auch irgendwo eine Kiste. Auszeichnung. Was? Fähigkeitsmeisterschaft, Aschedetonation, Rang 1. Okay. Oh, wo ist denn der noch? Hier. Ein Alpha. Niedlich. Das war hier in dem Gebiet wahrscheinlich so halb der Endboss. So, Alter, was ist denn das damals? Ich weiß es nicht mehr genau, aber... mittlerweile... sind das einfach nur noch die kleinen Viecher, die nebenbei kommen. Ach komm schon, stirb doch. Es ist aber auch viel, ne? Hört ja gar nicht auf hier. Wo ich die irgendwie nicht so richtig kritisch treffe. Jetzt hatten wir es kurz. Und jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Hey Sahidi, warum ist 30 Jahre lang sonst keiner drauf gekommen, die Outriders aufzuwecken? Tja, nach dem, was im Wald mit dir passiert ist, sie wollten ein Heilmittel entwickeln, aber daraus wurde nichts. Wenn es keine Heilung gibt, woher wusstest du, dass ich das Aufwecken überlebe? Das, ich wusste es nicht. Tut mir leid, ich wollte nur den Ablink finden. Oh, verstehe. Prioritäten. Tja, da haben wir es mal wieder. Wir waren wieder nur Mittel zum Zweck. So, hier oben haben wir eine Kiste. Nicht runterfallen, bitte. Danke. Noch ein Sammelobjekt. Oh, ich habe ja in letzter Zeit immer mal wieder vergessen, die zu zeigen. Tut mir leid. Ich versuche dran zu denken. Wir haben alles eingesammelt. Wir können gleich mal nachladen, weil 5 Schuss bringt uns nichts. Und die Brücke runterlassen. So, hä? Irgendwie war das jetzt nicht korrekt, aber ich glaube schon fast, dass das Navi wieder falsch ist. Wohl, nee, es sagt hier hoch. Okay, wir sollen anscheinend doch hier lang. Da oben ist auch noch eine Kiste. Geil. Auch wenn nur Müll drin war. Aber bringt alles. Schrott bzw. Splitter. So, wir gehen mal rein in das medizinische Labor. Auf jeden Fall schon mal ein Sammelobjekt. Denn hier. Das ist halt, ne? Guck mal, wir haben vor nicht mal einer Minute haben wir ein Sammelobjekt gefunden, was zwar nicht ganz so lang war, aber das kann sich niemand durchlesen. Es tut mir wirklich leid. Macht Pause, wie gesagt, wenn ihr es wollt, aber ich find's halt ärgerlich. Ich hab's schon mal gesagt, ich find's halt einfach cool, wenn man kürzere Texte machen würde. Dann würde ich es mir halt auch durchlesen und würde viel, viel mehr über das Spiel erfahren, aber jedes Mal so einen halben Roman, das macht doch keinen Spaß. Schaut mal die nächste. War jetzt innerhalb von 2 Minuten wieder so ein Text. Ein bisschen kürzer, aber trotzdem. Das war jetzt innerhalb von 2 Minuten die 3. Notiz, die wir gefunden haben. Wir hätten in 2 Minuten Notizen finden, 5 Minuten lesen müssen, gefühlt. Nee. Nee, nix für mich. Erreiche die B2-Anlage auf der anderen Seite. Hier ist ein Transferbefehl. Da steht, dass die ECA die meisten Kälteschlafkapseln in irgendeine B2-Anlage gebracht hat. Und die nächste Sammelnotiz. Ja, also wirklich. Eine Art. Ist leider ein bisschen übertrieben. So kurze 2-3 Sätze vielleicht. Dann fände ich das echt cool, dann würde ich auch mehr wissen, auch was ich gerade so beim Überfliegen so gelesen habe mit hier, werde ich im Kälteschlaf träumen und so, ist echt interessant, würde ich gerne wissen, was sich das Spiel oder die Entwickler dabei ausgedacht haben und da alles so Schönes reinschreiben. Eine alte Karte, B2, muss die große Kapsel auf der anderen Seite
Stadtstein links von dir. Wie komme ich dorthin? Folge der Stadtmauer, dann kommst du automatisch zur Anlage. Na, das wird interessant. Ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Ja, solltest du, dummer Spruch. Ich sag's immer wieder. Ja, deswegen. Fände ich halt cool, dann würde man auch noch ein bisschen mehr so Background und so erfahren. Aber sorry, nicht bei solchen Romanen. So, hier müssen wir lang, damit wir das Kopfgeld holen. Und hier geht's zur Nebenmission. Was machen wir zuerst? Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen wir hier nicht mehr hoch. Also holen wir uns erstmal den Typen. Wo es jetzt zeitlich ganz schön knapp wird. Nee, wir gehen erstmal hier hoch, pardon. Aber bei der Jagdmission hier, Kopfgeldmission, da haben wir ja meistens immer relativ lange Kämpfe und die Folge ist schon wieder fast vorbei und bei den Nebenmissionen haben wir immer so kurze Etappen. Da können wir notfalls mal zwischendurch mal kurz ein Folgenende machen. Und da kommen doch schon die ersten kleinen Racker. Wo seid ihr? Da hinten. Ich versuche jetzt immer schon mal den Lebensentzug hier, verzehrendes Feuer heißt es ja, glaube ich, mit dem wir unsere Lavageschosse auffüllen, immer schon mal ein bisschen eher zu nutzen. So, wenn wir noch so 30 Schuss oder so im Magazin haben. Weil umso schneller lädt es natürlich auf und wir können trotzdem noch ein bisschen weiter ballern. Ja, sonst habe ich es immer so versucht bei 5, 6 Schuss oder zumindest halt, wenn es relativ wenig waren. Aber da es ja eh nicht komplett auflädt, verschenken wir damit nichts. Und haben das schneller wieder zur Verfügung, als wenn wir das andersrum machen. So, Alpha. Ich treffe deinen Kopf nicht von hier, das finde ich ein bisschen doof. Haben wir noch ein Magazin? Wir haben noch eins, ne? Nee, ich warte noch. Komm, wir haben es doch gleich. Ein bisschen Abklingzeitreduktion vielleicht noch reinkriegen. Das wäre halt eigentlich schon fett. Bräuchten wir nicht immer die 2-3 Sekunden warten, die noch fehlen. Ah gut, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es verspielt. So, was haben wir bekommen? Lila Helm oder lila Waffe? Nein. Ach, wie doof. Sind die Lavageschosse weg. Ich habe sogar noch abgebrochen, aber das hat leider nicht geholfen. Also bei den ganzen Tieren ist es tatsächlich nicht so einfach kritisch zu treffen. Bei den ganzen Rebellen, also so menschliche Gegner, ist klar, da ist es der Kopf. Und da klappt es auch meistens besser. Aber hier seht ihr ja, es wird zwar ab und zu mal gelb. Gut, man muss auch dazu sagen, ich habe eine doppelläufige Waffe, also Rückstoß ist natürlich ein bisschen höher und die Stöße treffen nicht alle auf dieselbe Stelle ein. Aber bei den menschlichen Gegnern ist das doch ein bisschen einfacher. Ich guck nochmal fix, aber ich glaube, hier gibt's keine Kiste. Zumindest habe ich keine in Erinnerung, weil das habe ich hier auf jeden Fall schon mal gespielt. Wo ich auch sagen muss, obwohl ich die Quests auch schon gespielt habe, erinnere ich mich trotzdem nicht an alle. Ich habe halt mit dem zweiten Charakter einfach nur versucht, so schnell wie möglich hochzuleveln, weil meine ganzen Kumpels schon vom Level höher waren. Und wir halt zusammen Endgame spielen wollten und deswegen habe ich halt auch mit denen dann einfach, die ein ganz paar Level höher waren, hier einfach ganz schnell alles durchgerockt, damit ich aufs selbe Level komme und nicht so groß die ganzen Story-Geschichten mir damit angehört oder halt auch viele Videosequenzen übersprungen. Ich mir dachte, ich sehe sowieso alles nochmal hier im Let's Play. Manchmal kann ich mich halt nur irgendwie noch dran erinnern, ob ich hier meine Kiste aufgemacht habe oder nicht. Und was ich weiß, das sage ich euch. So, wir haben auch den. Wie sieht's denn aus? Wir müssen gleich mal ein Folgenende machen. Passt aber eigentlich ganz gut, weil wir haben die erste Etappe jetzt fertig. Das heißt, wenn ich das Spiel jetzt hier beende, dann wirft er mich hier vorne am blauen Punkt wieder raus. Oh, vielleicht gibt's doch eine Kiste. Ah, es gibt eine Kiste. Dann habe ich mich wohl doch etwas falsch dran erinnert. Ja, aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, dass wir unsere Waffe hochgelevelt haben. Wir kommen jetzt gleich auf Stufe 23. Bin mir nicht sicher, ob sich damit auch die Itemstufe erhöht. Im Endgame weiß ich, dass es sich dann durch die Ränge erhöht, die man hochspielen kann.
Ob es jetzt hier nur normal das Level ist oder ob es die Weltstufe ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Werden wir dann aber sehen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.